Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's nach Deutschland, Ruhr, Sieg Nord. Wie versprochen werde ich wieder ein Trainingsmodul machen. Diesmal werde ich die DBBR 185.2 spielen. Ja gut, los geht's. Ich habe mir noch gerade was überlegt, aber das mache ich dann später. Jetzt wird dann gleich der Sprecher kommen. Willkommen bei dieser Elektrolokomotive DBBR 185.2 in der roten Lackierung DB-Verkehr. Bei dieser kurzen Einführung werden Sie die Start-Stopp-Prozedur lernen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Betreten Sie den Führerstand durch die angezeigte Tür. Ich mach mal die Taschenlampe an. Okay. Also nicht mehr lange geht's und dann bin ich mit allen Lokomotiven durch, also insgesamt 33 Stück. Und wie gesagt, ich habe alle Videos gemacht und hochgeladen auf YouTube. Also wenn ihr die mal anschauen möchtet, ob ihr die zum Beispiel in einem Add-on kaufen möchtet, ob euch die zusagt oder so, könnt ihr gerne das Video schauen. Genau aus diesem Grund habe ich die auch hochgeladen. Und vor allem ging es mir auch ein bisschen drum, ich selber kenne viele Loks noch nicht. Ich habe die noch nicht gespielt. Auch habe ich eigentlich fast, ich würde sagen, über 90% von den Loks noch nicht ein einziges Mal gespielt. Also ich springe für euch extra ins kalte Wasser. Da hinten hört man das Zischen ziemlich gut. Dort, was auch immer da aus dem Kamin kommt, das kann ich nachher mal schauen, wenn ich in der Lok sitze. Ihr könnt übrigens auch Taste C drücken, in euer Knie gehen und dann hier unten noch drunter schauen, wenn ihr das möchtet. Auf der Taste L ist die Stirntaschenlampe. Ich werde mal die Türe öffnen, hochsteigen, Türe wieder zu und dann werde ich die Instruktionen abarbeiten und schauen, wie es weitergeht. Übrigens in den meisten Loks oder eigentlich fast allen sieht man irgendwo so einen Aufkleber mit der Höchstgeschwindigkeit. Für die, was interessiert. Also ihr könnt eigentlich immer schauen und suchen. Ihr werdet eigentlich in jeder Lok einen Aufkleber oder so finden mit der höchst zulässigen Geschwindigkeit. Das nur so nebenzu. Die Batterie wird das Steuerpult mit Strom versorgen und es Ihnen ermöglichen, mit ihm zu interagieren. Also diese Lok habe ich auch schon gefahren. Das war in Rhein-Ruhr-Osten, glaube ich. Doch, ich glaube, es ist genau die gleiche Lok. Diese Lokomotive erhält über einen Kontaktarm auf dem Dach Strom durch die Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir alles Notwendige einstellen und den Stromabnehmer heben. Ich werde es jetzt trotzdem durchspielen. Viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Weil ich denke, so Sachen kann man nie genug üben und hin und wieder mal ein bisschen Wissen auffrischen. Um die Lokomotive ins Rollen zu bringen, bewegen Sie den Hauptschalter. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass die. Dass ich die schon mal gespielt habe. Signale sind wichtig, um andere in der Umgebung wissen zu lassen, dass eine Lokomotive einsatzbereit ist.
hell? Jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das Bremssystem vollständig aufgeladen hat. Das wird ungefähr eine oder zwei Minuten dauern. Jetzt hat es mir gerade der Krampf gezogen. Entschuldigung. Ah. Ist zum Glück schon wieder vorbei. Ich konnte ihn gerade rechtzeitig lösen. Die Lokomotive wird nun mit Strom versorgt. Das kann mit dem Stromabnehmer-Trennschalter eingestellt werden. So, ich gerade in dieser Lok bin, gehe ich gerade in die Außenperspektive. Nee, jetzt ist er oben. Letztes Mal, wo ich die Lok gespielt habe, war der Stromabnehmer nicht oben. Jetzt gehe ich noch in die ganz Außenperspektive. Es nimmt mich jetzt gerade wunder, woher dieses Geräusch kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, dieses Dampfen und Zischen. Das kommt von da hinten. Scheint irgendeine Fabrik oder so zu sein. Ich kann leider nicht genau sagen, was für eine. Aber wenn ich schon mal hier oben im Flugmodus bin, sozusagen, kann ich das alles auch mal gerade begutachten. Also ihr seht, der Zug ist sehr lang. Was steht da? TTU. Also wie gesagt, ich bin immer noch nach wie vor begeistert. Im Moment aber anscheinend meine Abonnenten nicht. Die verlassen mich reihenweise. Ich habe vorhin eben Arcage Unchained Tutorials hochgeladen auf YouTube und jetzt hat mich irgendwie das Zugfieber erwischt. Ich schließe den mal. Wenn der Zug für eine längere Zeit steht oder wenn Sie den Führerstand verlassen, wird eine Parkbremse eingestellt. Sie müssen sich versichern, dass sie gelöst ist, wenn Sie losfahren wollen. Also wie gesagt, wenn ihr den Stromabnehmer hochfährt und hier das Zeichen bedeutet, es ist geschlossen, der Stromkreislauf. Wenn so nicht verbunden ist, bedeutet, es ist offen, das heißt, es fließt kein Strom durch, nur wenn es geschlossen ist. Ihr könnt hier an der linken Anzeige, an dem hier, erkennen, dass Strom fließt. Das nur so als kleine Info nebenzu. Jetzt kann ich die Parkbremse lösen. Stellen Sie den Hauptschalter ein, um die gewünschte Fahrtrichtung festzulegen. Also, was ich eben vorhin sagen wollte, ich weiß halt nicht immer in Zukunft, was ich genau. Die Zugbremse wird für normale Fahrten genutzt. Spielen werde, aber eins kann ich schon mal sagen, ich spiele halt einfach immer das Spiel, wonach ich Lust habe. Weil ich finde nichts Schlimmeres, ich habe das schon oft gesehen, dass ich auf Twitch oder auf YouTube Streamer gesehen habe, die das Spiel anscheißt und so, auf gut Deutsch gesagt. Und die müssen sich quasi nötigen oder durchquälen, um das zu spielen. Im Moment, muss ich halt ehrlich sagen, ist bei mir gerade die Luft ein bisschen raus bei Arcage. Ich finde hier in diesem wunderschönen Zugsimulation mein Seelenfrieden. Ich kann mich hier entspannen. Ich habe auch eine chronische Krankheit, chronische Schmerzen und dieses Spiel hilft mir, mich abzulenken und mich zu entspannen. Und es ist einfach so ein richtiges, entspanntes Wohlfühlspiel. Also es macht mir Spaß. Ich finde hier meinen Seelenfrieden und ich sage mir halt einfach. Wegen der Größe und des Gewichts des Zuges kann nur wenig Zugkraft angewendet werden. Dadurch kann die anfängliche Reibung und eine Überhitzung des elektrischen Systems ausgeschlossen werden. Also wie gesagt, die mich eben nur abonniert haben wegen Arcage und die mich jetzt verlassen, weil ich im Moment gerade keine Lust auf Arcage habe, das tut mir schrecklich leid. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt blöd gesagt nur die ganze Zeit
Arc Age spielen würde, obwohl ich gar keine Lust dazu hätte, würdet ihr als Zuschauer das auch merken? Und ich finde, es soll ja beiden Seiten Spaß machen. Und ich meine, ihr seht ja, wie ich von Nun, dem Spiel... Da wir wollen, können wir mehr Strom fließen lassen und dadurch unsere gewünschte Geschwindigkeit erreichen. Ihr seht ja, wie ich von dem Spiel schwärme. Ich spiele ein Trainingsmodul nach dem anderen durch. Ich sauge das regelrecht in mich hinauf. Also ich finde das im Moment so genial. Ich habe das Spiel schon länger im Fokus gehabt, habe es aber eben aus verschiedenen Gründen nicht gekauft. Und jetzt habe ich es geholt, es hat mich so richtig gepackt und es ist einfach, ich weiß nicht, ihr kennt das sicher auch, jeder von euch ist auch Gamer. Wenn euch so ein Spiel so richtig packt und so, macht es einfach Spaß und ihr könnt entspannen, loslassen, den Alltag vergessen und so. Und ich finde, genau diese Ehrlichkeit ist halt etwas, dem bleibe ich treu. Mit dem können Sie den Zug in Bewegung setzen, ohne viel Strom zu verwenden. Auf einer flachen Strecke ist es... Um diesen Zug zu einem sicheren Halt zu bringen, müssen Sie nur wenig Bremskraft anwenden. Durch Übung und Erfahrung lernen Sie, wie viel Kraft Sie benötigen. Stellen Sie die Zugbremse auf 4, okay? Bringen Sie die Lokomotive zum Halten. Ja, eben, was ich sagen wollte, ist, mir ist das halt ein großes Anliegen, dass man immer das macht, wo einem Spaß macht, besonders im Streamen und so. Also ich werde bestimmt auch weiterhin Guides-Tutorials veröffentlichen auf meinem YouTube-Kanal oder Gute Arbeit. Das fasst die Grundlagen dieser Lokomotive zusammen. Ja, das war das Trainingsmodul in dem Fall. Ja, ihr seht, die BR-185.2 habe ich schon mal gespielt in einem vorderen Tutorial. Aber nicht auf dieser Strecke. Das heißt, in dieser Strecke ist diese Lok auch integriert. Die 143 und 155, die habe ich, glaube ich, ich muss gerade mal nachschauen, aber ich glaube, die sind hier auch verfügbar. Ne, wo habe ich denn die? Die 185.5 habe ich schon. Ja, spielt ja nicht so eine Rolle. Ich spiele es wegen dem trotzdem gerne durch. Ah, hier sind sie auch noch. Hier ist die 185.2, 146.2, die DPP ZFA. Ja, okay, dann werde ich jetzt die zwei dann noch spielen. Also wie gesagt, eben, ich spiele das, was mir Spaß macht. Ich werde auf dem YouTube-Kanal Playlists erstellen, oder habe ich ja schon, für das jeweilige Spiel. Also ich spiele halt einfach dann heute vielleicht mal Zugsimulator, morgen vielleicht wieder Arcade, dann mal wieder TESO. Ich brauche einfach die Abwechslung. Ich kann nicht 10 Jahre immer das gleiche Spiel spielen. Also hin und wieder mal vielleicht, aber nicht am Stück. Das kann ich einfach nicht. Es tut mir leid für die, die mich nur abonniert haben für das jeweilige Spiel. Aber ich denke jetzt zum Beispiel, so ein Spiel wie Train Simulator werde ich wahrscheinlich immer wieder spielen. Das gefällt mir einfach zu gut. Das ist eine alte Leidenschaft aus meiner Kindheit. Das bekomme ich nicht weg. Also Simulationen allgemein und auch so TESO oder so.
Aber Arcage, da müsste ich mich gerade im Moment richtig zwingen dazu. Und ja. Im Moment ist da einfach die Luft gerade ein bisschen raus und ja. Ja gut, ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben, die dann das Zugvideo wieder sehen und mir irgendwie böse sind oder so, dann tut es mir schrecklich leid. Ich mache das nicht mit Absicht oder so. Aber ich muss ja Lust dazu haben und ich finde, nur so entstehen auch gute Videos, weil ich bin halt kein Schauspieler. Ich spiele niemandem was vor oder so. Deswegen sage ich das halt klar und deutlich. Das ist mir wichtig. Ich meine, so mache ich euch auch keine falschen Hoffnungen oder so, aber ich sage es halt einfach. Und wie gesagt, vielleicht kommt morgen oder irgendwann die Lust wieder zurück und dann spiele ich was anderes. Aber ich mag halt so gewisse Schauspielerei nicht und ich muss wirklich Lust drauf haben und man sieht es ja oft bei Twitch oder bei gewissen YouTubern, dass die das nur wegen Geld wegen machen und ich finde Schauspielerei ja gut und recht, aber wenn es wirklich Schauspielerei ist, dann lieber im Theater oder im Film oder wo auch immer, aber mit Menschen da so rumkünsteln und so, da bin ich gar nicht Fan davon, also ja gut, ich werde mal das Video beenden. Ich habe Lust, das nächste Trainingsmodul zu spielen. Mich juckt es in den Fingern. Und ich würde sagen, bis im nächsten Video. Bis gleich in dem Fall. Okay, tschüss, bis gleich.